Jo, heute mal wieder eine Taschenlampenvorstellung und heute stelle ich euch, wie ich finde, eine ziemlich coole Lampe vor. Ich habe in der Vergangenheit ja schon des Öfteren mal gesagt, dass ich auf Thrower stehe, also auf Lampen, die einen gebündelten Lichtstrahl weit nach vorne werfen. Erkennt man immer gut daran, dass der Reflektor ein bisschen größer ist, dass die LED tief im Reflektor drin sitzt, hier ein ganz glatter Reflektor und halt für die Bauweise, für den Lampenkopf sitzt die LED wirklich recht tief drinne. Sehr, sehr kompaktes Maß. Wir haben hier nur ein paar Zentimeter. Bei der Wuben E6 900 Lumen soll die raushauen, zumindest wenn man 14500er Akku verwendet, kann aber auch eine Doppel-A schlucken. 410 Meter soll das Licht geworfen werden. Hier mal so ein paar Specs, Parameter, mal auf Pause drücken, wenn er das interessiert. Verbaut ist eine Osram Kaltweiß CSLPM 1 LED. Wie gesagt, in der höchsten Stufe soll die 900 Lumen rausballern und damit 400 Meter Lichtwurf generieren. Dann haben wir noch Medium Mode mit 100, Low Mode mit 10 Lumen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, auch diese 10 Lumen, da kannst du dann locker Sachen in 10 Meter Entfernung ganz easy ausleuchten. Das ist wirklich ein schön gebündelter Lichtstrahl. Das ist halt umso beeindruckender, wenn man dann einfach dieses kompakte Modell in der Hand hat. Hier mal ein Real Steel Luna daneben gehalten. Das ist sogar noch ein bisschen länger. Und andere Messermodelle, wie zum Beispiel ein Spyderco UK Penknife, ist ebenfalls länger. Also man hat hier wirklich sehr, sehr, sehr kompakte Lampe, die fast in meiner Hand verschwindet. Lässt sich über den Clip in die Hosentasche stecken. Das jedoch funktionierte, ich fand nur so lala. Bei dieser Bauform mit diesem recht breiten Lampenkopf und dieser schmalen Taille, dem Korpus, wo der Akku drin ist oder die Batterie, da ist es nicht so einfach, sinnig einen Clip anzubauen. Das hat Wuben auch nicht ganz so toll hinbekommen. Ab Werk war die Spannung des Clips nicht so dolle. Ich habe den dann abgeschraubt, noch ein bisschen überbogen. Jetzt funktioniert das ganz okay. Dennoch, das Einfädeln, das Ziehen ist ein bisschen sperrig. Das geht besser. Da sollte man wirklich überlegen, ob man die E6 nicht einfach so in die Hosentasche reinsteckt oder in die Jackentasche, auch mit Akku, wiegt das Ding fast nichts. Wie gesagt, auch mit dem breiten Lampenkopf verschwindet das ganz gut in der Hosentasche. Und so ein Clip wirkt dann in der Trageweise, wie ich finde, zumindest bei diesem Modell, eher sperrig. Ist schon ungewöhnlich, dass ich das sage, weil ich ja wirklich ein großer Fan von Clips bin, aber sie müssen halt funktionieren. Ansonsten sieht das schon wieder anders aus. Der Rest jedoch gelungen. Fokus. Dankeschön. Wir haben die Bedienung über einen seitlichen gummierten Klicker mit einem W für Wuben. Wir haben hier einige Griffkontaktpunkte, die Grip geben. Hier noch E6 gelabelt. Die Lampe ist Tailstand-fähig. Du kannst ein Lanyard anbringen. Das gehört dann auch noch zum Lieferumfang. Lanyard und Ohrringe, Ersatzohrringe und eine Bedienungsanleitung ist natürlich noch mit dabei. Die Qualität der Wubenlampe ist sehr, sehr anständig, bewegt sich absolut auf dem Niveau von Nextorch, von TrueNight und so weiter und so fort. Hier wird dir wirklich einiges geboten. Das ist jetzt die dritte Lampe von Wuben, die ich gehabt habe, und alle sind wirklich sauber verarbeitet, sauber geschnittene Gewinde, vergoldete Feder, ein hauseigener Wuben-Akku mit 920 mAh ist mit dabei. Wie gesagt, ihr könnt auch eine Doppel-A-Batterie nutzen, dann jedoch die Leistung deutlich geringer. Und auch die Bedienung ist hier einfach gehalten. Wenn wir die Lampe anschalten, dann haben wir, also erstmal hat sie Memory Mode. Wenn wir die Lampe wieder ausschalten und wieder einschalten, dann startet sie wieder in dem Lichtmode. Und da kannst du durchswitchen, wenn du sie gedrückt hältst, dann durchläufst du die einzelnen drei Lichtstufen. Da hatten wir 10 Lumen waren das. Ich glaube, es waren dann 100, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und beziehungsweise, ich will euch keinen Quatsch erzählen, gucken wir nochmal genau. Der mittlere Mode waren 100.
Dann kommen die, also 10, 100 und die 900, wenn du halt den 14500er Akku nutzt. Und das ist dann schon ordentlich. Und dieses Licht macht halt richtig, richtig Strecke. Und da liegt das Besondere, das Tolle an diesen Minis RAW. Und die machen einfach Spaß. Also wenn du damit spazieren gehst und ein Haus in 100 Meter Entfernung oder noch weiter oder eine Baumreihe, egal was, und du machst die Lampe an und zack wird das alles erleuchtet. Und das mit so einer Mini-Fackel, das ist auch höchst beeindruckend, wenn man mal Leute dabei hat, die solche modernen Lampen einfach gar nicht kennen. Die können es im Grunde gar nicht glauben, was so eine Lampe zu leisten imstande ist. Und das macht dann einfach eine Menge, Menge Spaß. Da stellt sich mir oftmals gar nicht mehr die Sinnigkeit, brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Also ist einfach so. Auch auf die Frage hin, hätte ich mir die Lampe gekauft? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Obwohl ich die, also die bekommt eine klare Empfehlung. Sauber verarbeitet, wirklich viel Powerleistung, sieht klasse aus. Bedienung gefällt mir. Und auch hier wäre ich stark versucht, die Lampe zu kaufen. Am Ende ist das halt für mich Spielerei. Ne? Eine normale Alltagslampe, da gebe ich gerne Geld für aus, meine 18650er Lampen. Das Teil hier, ja, das ist für mich so ein bisschen Spielerei. Wobei das Teil auch absolut als EDC-Lampe genutzt werden könnte, denn wir haben nicht nur einen sehr fokussierten Spot, sondern wir haben einfach noch eine gute Abstrahlung, Spill, Licht, das seitlich auch noch ein bisschen ausleuchtet. Je nachdem, in welcher Lichtstufe dann bist, ist das dann auch, da kannst du gut nach links und rechts noch was sehen. Das ist beim SOAR nicht immer so gegeben. Da haben sie hier bei der E6 eine sehr anständige Mischung gefunden. Das gefällt mir ganz gut. Und die Lampe hat auch noch ein paar andere Features. Wenn sie aus ist und du drückst dreimal, 1, 2, 3, dann leuchtet hier das W blau auf, das dann dauerhaft, sodass du die Lampe halt immer in Dunkelheit findest. Das musst du dann wieder ausstellen, ebenfalls mit dreimal klicken, 1, 2, 3. Dann ist es wieder deaktiviert. Dann hast du noch eine elektronische Tastensperre, da musst du viermal drücken, 1, 2, 3, 4. Und dann blinkt sie mal kurz auf und jetzt ist sie gesperrt. Ja, wird dir dann auch immer wieder durch das Blinken des Ws angezeigt. Genau, wieder mit viermal drücken, 1, 2, 3, 4, ist sie dann entsperrt. Ihr seht schon, haptisch lässt sich die Lampe super bedienen. Einfache Druckpunkte durch die Clipseite ist auch, also ergonomisch passt das auch gut. Du findest auch sofort den Lichtschalter. Also das Teil funktioniert, macht eine Menge Licht, also wirft eine Menge Licht nach vorne, macht vor allem viel Spaß. Ja, also mit der Lampe hatte ich wirklich meine Freude. Da bedanke ich mich vielmals bei Wuben, dass sie mir das Teil rumgeschickt haben. Ja, wer SRAW noch nicht kennt, also solche Lampen, der sollte die... Naja, das ist jetzt schon wieder zu forcierend. Also ihr solltet nicht, es sei denn, ihr habt wirklich so... Ihr merkt, boah, da hätte ich mal Bock drauf und ihr habt das nötige Kleingeld für so einen Quatsch. Dann checkt das gerne mal aus. Das ist auf jeden Fall eine Lampe, die ich klar empfehlen könnte. Wirklich eine anständige Qualität und beeindruckend... ja, beeindruckend, was die zu leisten imstande ist. Also ich hatte eine Menge Spaß mit dem Teil. Jo, etwas atemlos. Ich vermute wieder viel zu schnell geredet und die ganzen Infos und Specs nacheinander reingeballert. Etwas erschlagend. Das tut mir leid. Ansonsten halt, wie gesagt, so User Manual findet man wahrscheinlich online. Da könnt ihr auch nochmal checken. Und ansonsten zeige ich euch das nochmal kurz hier. Parameter könnt ihr nochmal bei Pause drücken, beziehungsweise in Ruhe euch das durchlesen. Genau, Ladekapazitäten etc. und so weiter und so fort. Jo, das ist meine Vorstellung zur Wuben E6. Absolut gefälliges Lämpchen, da wiederhole ich mich gerne. Jo, hat mir viel, viel Freude bereitet. Alles klar, jo, das war's von mir. Euch allzeit immer gut Licht gewünscht. Passt euch auf, bleibt gesund. Peace, ich bin raus.